Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 4 hier bei Longfellows Hütte. So, und wir werden heute als allererstes mal das Level-Up-System benutzen, weil wir hatten ja in der letzten Folge ein Level-Up. Und ich entscheide mich jetzt hier mal für starken Rücken. Das wird jetzt zwar ein Free-Talent sein, weil wir können immer noch nicht schnell reisen. Aber ich möchte halt hier doch den letzten Skill mithaben, damit uns das ein bisschen weniger Aktionspunkte kostet. Und danach habe ich mir gedacht, setzen wir jetzt auch mal die Stärke wirklich mal auf Maximum. Weil wir haben ja eigentlich soweit schon sämtliche Skills, die wir benötigen. Also die jetzt wirklich extrem wichtig waren, haben wir ja schon. Deswegen würde uns das ja jetzt nichts bringen, wenn wir jetzt, ja, useless trotzdem weiter irgendwas skillen, was uns nachher sowieso nicht weiterbringt. Sondern wir nehmen jetzt erstmal das, was wir jetzt auch wirklich noch gebrauchen können. Da wir öfters immer noch überladen sind, weil es halt sich nicht vermeiden lässt, ist das halt so nicht schlecht, denke ich mal. So, wir hatten ja hier auch in der letzten Folge, war das, ein Bowling Center hier irgendwo gesehen, wo man auch reingehen könnte. Das will ich jetzt nochmal ausplündern. Vielleicht den einen oder anderen Gegner noch wegbrezeln. Ich glaube, das müsste hier das Bowling Center gewesen sein. Falls es mal wieder vorkommt, ja, das ist das Bowling Center. Falls es mal wieder vorkommt, dass wir ja keine Munition oder so haben, weil unser Fusionskern durch die Powerrüstung mal wieder leer gegangen ist, habe ich jetzt eine Machete mit eingepackt. Damit wir dann nicht komplett waffenlos da stehen. So, wir brauchen halt immer noch sehr viel Ressourcen. Ich habe halt in die Werkbank reingeguckt. Es ist, ja, ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel. Also wir können weder den Automatron bauen, noch irgendetwas anderes. So, jetzt bleiben wir hier erstmal in Deckung, weil ich denke mal, hier werden wieder Ghule rumeiern. Na? Oder nicht? Ah, da hinten steht schon einer. Vorsicht. Ah, ich höre sie schon schleichen. Globale Positionierung eingeleitet. Ort, das Commonwealth von Massachusetts. Geburtsort der Freiheit Amerikas. So viel dazu. Okay, ihr regelt das ja hier irgendwie schon. Scheinbar. Was für das? Oh. Nur ein bisschen Staub, doch das so. Ja, haben wir hier noch mehr? Bevor ich jetzt looten anfange. Oh. Okay, entdeckt. Durch was sind wir hier jetzt noch entdeckt? Na gut, dann fangen wir jetzt hier mal von der Küche an aus zu plündern. Ich hoffe mal, dass wir mit dem Bowling Center genug Ressourcen zusammenkriegen, dass wir hier auch mal sagen können, okay, gut. Wir brauchen auch mal Kotzwurf, weil sonst hätten wir uns ja jeden x-beliebigen Begleiter mitnehmen können. Ja, aber Kotzwurf war hier nicht ohne Grund mit. Geschafft. Wow, für 8 Vorkriegsgeld, so viel Stuff, naja. So, hier auch nochmal alles mitnehmen. Und das, was ich halt auch unbedingt brauche, ist aufbereitetes Wasser oder Glasflaschen, damit wir uns wenigstens ein bisschen was machen können. Donut Mix klingt schon mal so nicht schlecht. Schlafsack. Hier war mal ein Fallensteller. Vorkriegsgeld. Okay. So, hier ist der Fallensteller. Dass es heutzutage überall so aussieht. Manche würden das sogar sauber nennen. Ja, das glaube ich dir, Kotzwurf. So, Wim, bisschen Stuff hier. Alles mitnehmen. Gerade auch das Öl ist sehr wichtig.
Hier scheinen wir aber soweit leer zu sein. Da haben wir Bowlingkugeln. Okay. So, mal gucken, ob wir den legendären hier auch irgendwo finden. Genau das meinte ich. Zitiere Poet Neuenglands Robert Frost. Freiheit wächst aus Kühnheit. Oh Mann. Huch. Ja, wir schleudern hier erstmal alles durch die Gegend. Entschuldigung, Rüsti. Wollte ich nicht so hart treffen. Irgendwo ist hier noch einer. Ah. Kommt da gleich noch einer raus? Oder darf ich jetzt hier die Bowlingkegel nehmen? Ah, ist immer noch nicht wirklich sauber hier. Ah, ich komme nicht an alle ran. Leider schade. Aber nichts zu machen. Gut, machen wir jetzt hier erstmal weiter sauber. Wir müssen ja hier noch den legendären irgendwo finden. Ist er hier durch die Gegend geflogen? Nebelghoul. Das ist eine U-Bahn-Marke. Nehmen wir mit. Ah, Holz. Bierglas. Glaskrug. Wim. Hier hinten liegt auch noch einer. Ah, hier. Doppelschuss. Kampfgewehr. Okay, das ist natürlich sehr OP. Doppelschuss-Kampfgewehr. Sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Gehen wir jetzt mal hier lang. Wie schön. Ah. Schönes werden wir ja gleich sehen. Hier liegt überall Öl. Hier muss ich Heiden aufpassen. Geht's nach oben, da geht's nach unten. Ah nee, komm, wir bleiben erstmal auf der Etage hier. Hier hinten müsste jetzt die Wartung sein oder so. Ah, mit Nebelghoul. Okay. Ach, die kommen ja schon wieder überall rausgeklettert. Wenigstens gibt er uns einen Ölkalister mit. Fusionskern sehe ich da vorne auch. Eine Bohrzange nehmen wir auch mit. Fusionskern ist nie schlecht. Hier haben wir noch Wim. Ah, sieht hier schon deutlich besser aus. So, was haben wir denn hier? Haben wir einen zugeketteten Gang. Ach, dann hätten wir hier gar nicht durchgehen können. Aha. Nee, 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 nee. Haben wir schon gedacht, dass du noch lebst. So. Hallo. Und hier auch nichts. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal eine Etage höher, würde ich sagen. Hier ist jetzt soweit alles sauber. Na, ja, was Leuchtendes. Das kriegst du sogar kritisch, wenn ich dich treffe. Komm mal rum um die Ecke. Ja, voll ja. Lexikon-Datenbank zu. Eintrag Kommunismus. Eine Regierungsform, der der Staat alles kontrolliert. Und den Menschen die Freiheit verweigert wird. Okay, hier haben wir eine Werkbank. Hm. Was haben wir denn hier? Der Striker? Ja! Der Striker von 50% auf Verknüppelung des Beins bei des Gegners. Bowlingkugeln? Okay. Das
sah jetzt aber aus wie ein Fatman. Na, nun komm, mach das Schloss auf. Na, der will aber heute gar nicht. So, jetzt aber. Ja. Nur ein kleines Schloss hält sie nicht auf, oder, Sir? Nö, das tut es nicht. Ich will mal kurz gucken. Ist hier noch jemand? Sieht nicht danach aus. Machen wir die Tür wieder zu. In der Hoffnung, dass wir hier mal kurz unsere Ruhe haben. Ah. Will mich mal kurz gucken. Hier haben wir's. Der Striker. Bowlingkugelwerfer. Ha, wie geil. Standardwerfer natürlich deutlich besser. Murph ist schlechter, aber eigentlich auch besser. Okay. Wir haben nur 4 Bowlingkugeln? Das glaube ich ja jetzt nicht. Wir haben doch schon bestimmt ein paar mehr unten eingesammelt. Oder? Zählt das unter Munition, diese Bowlingkugeln? Nee, dann müsste es unter Schrott sein. Bowling, Kegel, Kugel. 6. Eigentlich müssten wir 6 Stück haben. Da sagt mir hier aber nur, dass wir 4 haben. Okay. Da war sogar noch was zum Entschärfen. Na gut. So, mal schnell wieder in die Power Armor. Vielleicht haben wir noch einen Ghoul, an dem wir das Ding testen können. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie Munition dafür auffinden. So, entdeckt. Versteckt. Hallo? Sieht nicht so toll aus hier. Als wenn das Gebäude gleich zusammenbricht. Aber durch. Oder wie durch die Decke fallen. Das kann natürlich auch sein. Jetzt gehen wir mal einfach andere Seite lang. Bierglas. Hier haben wir auch Bowlingkugeln, aber die kann er nicht. Die akzeptiert er nicht. Okay. Das ist auch ein Bowlingkegel, aber warum sagt er mir denn nur Munition, Bowling? Ach, ich brauche eine Bowlingkugel, keine Bowlingkegel. Habe ich 2 verschiedene Sachen da drinne? Bowlingkugel und Bowling. Nee, hä? Wo wird denn die Munition jetzt abgepackt dafür? Das verstehe jemand anderes. Wir sind jetzt auch überladen. Natürlich nicht so toll. Oh, hier haben wir noch BIM-Maschine. Hier ist auch nichts weiter. Machen wir mal kurz hier. Waffe wird bestimmt ziemlich schwer sein. Aber schon mal den Rest wegpacken. So. Und dann einmal noch bei Schrott. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich ihnen jetzt alles gebe, ob ich denn gar keine Munition mehr habe. So, mal ein bisschen schneller drücken hier. Richtig Spam. So. Ne, ich habe immer noch angeblich 3 Schuss. 4 Schuss. Aber, hä? Diverseres oder sowas? Da müsste denn unter Baby Bowlingkugel stehen, aber irgendwie nicht. Hm. Na gut, mal gucken. Notfalls müssen wir das Ding halt wieder umrüsten. So, gehen wir erstmal jetzt hier hoch. Oder vielleicht habe ich da irgendwie noch einen Zettel oder so nicht gesehen. Ich habe die Kugel eben hier
rumflitzen sehen. Wo ist sie jetzt? Ach, so ein Mist. Die Kugel finde ich doch nie wieder. Ist jetzt hier mit runtergefallen? Hier haben wir... Oh, maximiert. Institutgewehr. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Mylocks und Insekten. Der Zusatzskill ist zwar nicht so cool, aber ist okay. Gut, ich gehe mal nochmal in den Raum rein, um zu gucken, ob der Striker vielleicht noch irgendetwas anderes hat. Irgendwie was, um die Munition herzustellen vielleicht. Dann wäre das cool, aber... Ansonsten, ich hatte jetzt hier nichts gesehen. Wir könnten ja gleich mal kurz im Terminal gucken. Hier ist auch keine Notiz oder so. Gut, dann steigen wir einmal kurz aus, weil sonst können wir nicht an das Terminal ran. Oh. So. Ja, nun setz dich dran da. Kein Glück mit der Kugelrückgabe. Also, Mark, ich musste die Idee mit den Fatmen für die Ballrückgabe fallen lassen. Bei dem benötigten Tempo wurden die Bälle einfach nur abgeschmirgelt und waren danach nicht mehr zu gebrauchen. Wir haben mit ein paar alten Hasen gesprochen und Jacob meinte, wir sollten uns einen dieser Fatman-Katapulte besorgen. Also haben wir mit jedem gesprochen, der jemanden kannte, der wiederum jemanden kannte. Lange Rede, kurzer Sinn. Uns fehlen ein paar Gastanks, aber einen haben wir in einem alten Baumarkt in der Pampa gefunden. Keine Ahnung, ob das alles ganz legal ist, aber schließlich erledigen wir nur ein paar Kegel damit. Also, drauf geschissen. Okay, das war knapp. Bauplan. Okay. Zuerst die gute Nachricht. Der Fatman funktioniert. Wir hatten Probleme mit Bällen, die in der Startröhre hängen geblieben sind. Aber nachdem wir das Palutan der Bälle ein bisschen runtergehobelt und ihnen eine frische Wachspolitur spendiert haben, gehen die Dinger jetzt ab wie ein Zäpfchen. Die schlechte Nachricht, wir haben vergessen, die Spannungsfedern einzustellen. Der erste Ball flog direkt durch die Wand des Büros und schlug ein Loch in den Tisch in den Speisesaal. Mr. Clark hat es fast erwischt und er flog vom Stuhl. Wir müssen die Kraft noch ein bisschen verringern, bevor wir das Ding Thomas geben. Außerdem muss jeder Ball, den er verschwendet, auf den Fatman angepasst werden. Aber das dürfte nicht allzu schwierig sein. Band abspielen. Holoband. Ich muss das aufnehmen, sonst vergesse ich es nachher. Nachdem wir zugemacht haben, haben Matt und ich uns noch ein paar Bierchen reingehauen, während wir sauber gemacht haben. Haben auch über Thomas geredet. Ich kann es nicht glauben, dass er den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzt. Jetzt wird er nie das perfekte Spiel machen, an dem er immer so nah dran war. Ist jetzt kurz vor drei und wir haben die Kugel an der Bahn zurückgeschickt und uns die Motoren angesehen und hatten dann eine geile Idee. Thomas, seine Arme funktionieren noch. Vielleicht können wir eins von den Kugelrückgabeteilen nehmen und einen stärkeren Motor und das Ganze auf ein Brett schrauben. Dann könnte er die Kugeln die Bahn runterschießen. Das wäre voll die geile Bowlingknarre. Okay. Ja, nehmen wir das Band einfach mal mit und da soll noch eine Safe-Steuerung sein. Ja, bestimmt für den Safe, den wir jetzt schon geknackt haben. Ansonsten sehe ich hier keinen weiteren Safe. Okay, hier ist noch eine Laborstation. Haben wir jetzt irgendwas anderes? Modifizierte Bowlingkugel. Mit Säure und Öl. Ach so. Ich muss nach einer modifizierten Bowlingkugel suchen. Die werde ich wohl hoffentlich irgendwo haben. Munition. Ah, hier ist sie auch. Modifizierte Bowlingkugel. Gut. Kratzwurf, du behältst mal die Bowlingkugel, ne? Denn ist das ja doch ganz geil mit dem Striker.
Gut, aber jetzt haben wir ja hier auch alles. Kratzwürfe ist sogar voll geworden. Kann ich hier oben nochmal gucken? Nicht, dass ich hier oben noch irgendwas vergessen habe. Aber sieht nicht so aus. Ja, ist doch ganz cool. Striker. Nice. Ah, vielleicht finden wir ja auf dem Heimweg nochmal was. Ansonsten muss die aber erstmal wieder ein bisschen beiseite gepackt werden. Aber mit Säure und Öl. Aber es wird wieder öllastig. Merkt ihr, Leute? Wir kommen aus dem ganzen Öl schon bald gar nicht mehr raus. Also Bowlingkugeln, na, wenn man die jetzt an der Herstellungswerkstatt herstellt, ist das ja jetzt nicht das Ding. Aber wenn man die jetzt... Ja, Cotsworth. Wenn man die jetzt aber... ja, das müsste ich gucken, ob das geht. Es gibt nämlich Maschinen, die dir Gegenstände herstellen. Da waren nämlich auch Glasflaschen bei und ähnliches. Es war aber ein bisschen kompliziert. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie Minecraft Redstone Technik. Wem das was sagt. Ja, also so ein bisschen halt. Das ist eine verdammte Saboteurin. Die Kondensatoren. Die hat nicht der Sturm zerstört. Sie war's. Machetenmike hat sie gesehen. Ich... Aber... die Kinder... Wie ich es gesagt habe, die Kinder des Atoms wollen uns alle töten. Diese Saboteurin hier wollte uns von Nahrung und Wasser abschneiden. Da ist eine Bestrafung angebracht, Captain. Tu, was du tun musst. Ja! Verdammte Kinder! Du hattest recht, Ellen. Hör endlich auf die Stimme der Vernunft. Die Kinder des Atoms müssen ausgelöscht werden. Du hattest heute dein Blut. Mehr kann ich nicht ertragen. Also, die Show ist vorbei. Verschwindet. Beschützt eure Liebsten mit den besten Waffen weit und breit. Okay. Ja, nehmen wir uns jetzt mal mit. Können wir hier wieder sammeln? Nee. Oh Mann. So, und zwar will ich jetzt mal gucken. Alan. Ich hab die Waffen, wenn du Kronkorken hast. Ja, ich hab Kronkorken. Zeig mal, was du da hast. Keine faulen Tricks. So, und zwar will ich jetzt mal gucken, was die jetzt so haben. Der Fischfänger, ne? Freund des Admirals. Ah, das ist eine Harpune. Verursacht doppelten Schaden, wenn das... nee, haben wir schon. Jedenfalls sowas ähnliches. Kaliber hat der vielleicht noch irgendetwas anderes, was meine Aufmerksamkeit jetzt auf ihn zieht. Ah, handgefertigte. Die hat irgendwie jeder zweite Händler. Aber so sieht das jetzt nicht danach aus. So, ich kann jetzt hier nochmal kurz gucken, ob er das jetzt hier irgendwie modifizierte. Ne, aber er hat Kanonenkugeln. Oh, ich liebe Fahrer, aber langsam. Hier kriegen wir unsere Kanonenkugeln. Und zwar soll es ja hier auch andere Ausrüstung geben. Ich habe gemeint, dass wir sogar schon mal eins gesehen haben. Aber war das hier bei dem? Die ist aber auch schweineteuer. Nein, die Bierflaschen dürfen wir nicht nehmen. Oder war das bei dir? Bei Brooks? Brooks. Ich habe keine Zeit für dich. Wenn du dies, das, Schrott oder Krimskrams brauchst, dann bist du hier richtig. Handeln wir. Na dann mal los. Gut. War das bei dir? Wenn ich wüsste, wie das genau heißt, dann wäre es natürlich cool. Weiß ich aber gerade nicht. Auf jeden Fall wurde geschrieben, dass es größtenteils bei Händlern zu kaufen gibt. Genau, das ist das hier, die Marinehelm. Raccoon Marinehelm. Holy shit, der ist arschteuer. Das macht ihn ja zum reichsten überhaupt hier. So, Ladung hat er eigentlich nur noch. Können wir dir irgendwas in die Hand drücken? Na, wir könnten dir eine Waffe geben, auch wenn wir die eigentlich auseinandernehmen sollten. Hm.
Ist jetzt die Frage. Wir könnten ihnen ja auch ein paar Drogen an den Kopf werfen. Mit Drogen kriegen wir eigentlich immer recht gut was zusammen. Wim, Koffein, TP und AP. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Wim, Erfrischung erhöht deine Aktionsregenerationsrate. Ja, gut, machen wir jetzt auch erstmal weg. Wir brauchen halt ein bisschen Kohle. Jetzt mache ich mal bis auf ein Stimpack mal alle weg. Red Away kannst du noch haben. Ein Gewinner Scott. Den brauchen wir selber. Das brauchen wir auch selbst. Und hier haben wir halt nicht wirklich viel. Wir könnten die ja jetzt noch die Knarrenwaffen geben. Dann haben wir hier noch Schrot. Ja, Plasmakartusche. Haben wir eigentlich auch noch genug. Kaliber 50. Gamma-Patrone kriegen wir auch immer sehr selten. Fusionszellen weiß ich auch. Da haben wir auch immer genug von. 45er. Ja, ich glaube, das wird nichts. Das heißt, ich gebe ihn nochmal zurück. Dann kriegen wir erstmal 900 wieder. Also von unserem letzten maligen Einkauf. Wenn du Material brauchst, weißt du, wie du es bekommst. Mit Kronkorken. Ja. Müssen wir mal gucken, dass wir hier auf jeden Fall mal wieder ein paar Drogen herstellen, damit wir uns halt die Rüstung kaufen können. Es soll mit einer der besten Rüstungen aus Far Harbor sein. Aber mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück hier. Müssen halt mal wieder Kronkorken ansparen. Das heißt, ich brauche hier hinten auch definitiv Händler. Was haben wir denn hier? Rettungsring? Den habe ich nicht eingesammelt. Was für ein Wopar. Und hier müssten wir irgendwie mal eine Beleuchtung für nachts hinstellen. Ist ja grauenvoll. Man sieht ja hier die Hand vor lauter Bäumen nicht. Oder vor lauter Nebel eher. So, ist jetzt hier wieder eine Todeskralle an Bord. Und guckt den Longfellow zu, wie er schläft. Kann man jetzt mittlerweile hier wieder... Ah, schade. Ich weiß nicht, wann wir wieder gucken können. Aber gut. So, machen wir jetzt erstmal... Das war jetzt Rüstung. Rüstung haben wir ja keine gefunden. Packen wir hier jetzt erstmal den Striker rein. Der war extrem schwer. Hier die zusätzliche Munition. Gut. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir uns gleich mal ein paar Bowlingkugeln basteln. Stellen wir erstmal hier die Armor ab. So, K12, wo bist du denn? Rüsti hat dich verraten. Hey. So, einmal alles mitnehmen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir uns jetzt immer erst Bowlingkugeln herstellen. Falls wir mal welche haben. 9 Stück. Können wir auch gleich alle machen. So, hat keinen geschadet. Und Drogen gucke ich auch gleich nochmal. Aber jetzt will ich erstmal alles wegpacken. Und natürlich zerdeppern, was zu zerdeppern geht, damit wir mehr Ressourcen zur Verfügung haben. So. Ja, dann lass mich jetzt wieder raus. Blub, 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 blub. Hier Rüstung. Das ist nur normale Lederrüstung. Kann weg. So. Dann einmal Schrott ablegen. Dann müssten wir jetzt eigentlich nur noch hier und den Rest so wegpacken. Jetzt haben wir hier neu modifizierte Dinger und ich sehe gerade, der hier ist ja total falsch drin. Das ist in der... Ah ne, ist doch richtig drin. Ist doch Waffe. Ist doch Waffe. Jetzt wollte ich gerade sagen, ja, ist ein Nahkampf, ist keine Nahkampfwaffe. Aber ist schon richtig. So, der Striker ist jetzt drin. Rüstung hatten wir keine, bis auf so einen Gürtelzug. Dann werde ich mal gucken, dass wir dann in der nächsten Folge in Far Harbor mal versuchen, uns den Helm schon mal zu gönnen.
So, legen wir erstmal alles ab, was wir nicht brauchen. Damit ich mich danach vollmüllen kann mit dem, was wir brauchen. So. Und ich sehe auch, wir haben gar kein Antibiotika mehr. Wir müssen uns unbedingt mal wieder Antibiotika herstellen. Ach nee, das war ja gar nicht kochen. Das heißt, beim nächsten Speichern oder so könnten wir schon wieder eine Krankheit kriegen, die bestimmt ekelhaft wird. Das war ja hier Heilung. Wir haben keine leuchtenden Pilze. Na, ich muss mal gucken, dass wir leuchtende Pilze kriegen oder aber selbst Antibiotika finden. Ansonsten Problem. Gut, dann machen wir jetzt hier nochmal aus dem Rest, was wir haben, hier nochmal irgendwas an Zeug. Könnten auch Fußangeln extrem viele verkaufen. Oder vergiftete Fußangeln. Die haben einen Wert von 40, die nur von 25. Stahl haben wir an und für sich sehr, sehr viel. Heilung, Roboter-Reparatursatz. Na, davon brauchen wir sowieso wieder einen. Und ansonsten haben wir hier noch einmal für Kühlflüssigkeit. Gut, machen wir mal hier ein paar Vergiftete. Gibt ein bisschen EP, aber mir geht es jetzt eigentlich um den Verkaufswert. So. Hauen wir mal das ganze Stahl auf den Kopf, was wir hier so rumliegen haben. So. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wie sieht es jetzt aus mit der Traglast. Und wo ist es drunter? Das müsste jetzt unter Waffen drunter sein, ne? Ja. Na, 62. Ist nicht so toll. Schrott können wir ja sowieso nicht so gut verkaufen. Gut, das könnte man noch mitnehmen. Aber dem anderen bin ich mir noch nicht so sicher. Gut, aber ich will euch jetzt auch nicht langweilen, wenn, während ich jetzt hier überlege und hier alles irgendwie versucht zu managen, damit wir uns das dann gleich kaufen können. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann stehe ich schon in Port Harbor und hoffe, dass wir dann handeln können. Also, schaltet wieder ein und bis dann.